Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur mittlerweile, glaube ich, fünften oder sechsten Movie Review. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Den letzten Film, den wir uns angeguckt haben, war ja Bad Neighbors. Und jetzt waren wir im Kino, beziehungsweise vor 2 Tagen, ich glaube am 12. Am 12. denke ich, ja, waren wir Godzilla anschauen in 3D. Und über Godzilla möchte ich heute ein bisschen mit euch reden. Und wenn wir, Moment, Kaugummi ausspucken. Genau. Und wenn ihr euch jetzt denkt so, wo ist der denn da? Wieso ist der denn in der freien Natur? Und wieso fahren hier ständig Autos vorbei, Leute? Ich zeige euch das dann hier nochmal. Ich muss einfach sagen, heute ist so ein schöner Tag. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Und ich dachte mir, welcher Ort würde hier besser passen für ein Movie Review als hier draußen? Ja, gut Leute, dann fangen wir, würde ich auch sagen, schon mal an. Und ja, also ich erkläre euch jetzt ganz kurz, um was es bei dem Film geht. Ich denke, jeder von euch kennt den altbekannten Godzilla, das Riesenmonster, das die Stadt zerstört. Kann man vergleichen eigentlich mit einem Riesendinosaurier. Und es war so, also die haben früher, also ganz kurz die Handlung. Früher wurden ständig Atomtests durchgeführt. Also es wurden ständig am Meeresgrund richtig große Atomexplosionen getestet. Somit, also das haben sie, beziehungsweise die Leute, die diesen Test gemacht haben, haben die Leute, haben der Öffentlichkeit gesagt, das war nur ein Test. Aber in Wirklichkeit wollten sie das Monster zerstören. Das haben die nämlich von der Öffentlichkeit ferngehalten, weil, ja, das war eben noch nicht in der Stadt. Keiner hat es gesehen. Nur die paar Leute eben, die die Tests damals durchgeführt haben, die Tests, quasi das Monster zu zerstören. Und es ist so, ich glaube, die haben das, weil ich das verstanden habe, haben die das Monster zerstört. Es hat aber Eier gelegt, ja. Und das bedeutet, es ist ein kleiner Godzilla geschlüpft, ja. Und ich sage mal so, wer Godzilla kennt, dem muss ich das nicht alles erklären. Da steht so ein Haarteil weg, warte. Ach, muss ich nachher machen. Sieht aber ein bisschen beschissen aus hier. Jetzt fühle ich mich echt wie ein Affe. Ja. Hier fahren ein paar Autos vorbei. Ich hoffe, es stört euch nicht zu viel. Aber ja. Gut. Und jetzt geht's eben los. Also im Film ist eigentlich ein junger Herr. Die Hauptrolle weiß ich jetzt gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber er ist auf jeden Fall ein junger Mann, der beim Militär arbeitet und er mit der ganzen Godzilla und so weiter Entwicklung mit dabei ist, weil sein Vater daran geforscht hat. Und es ja immer gesagt wird, an dem Tag, wo, das ist schwer zu erklären für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und ich auch gar nicht spoilern will. Wie soll ich sagen? Das ist echt schwer zu sagen, Leute. Versucht das selber mal, einen Film irgendwie anzugucken und dann die Handlung zu erzählen, obwohl man den Film eigentlich selber sehen muss, dass man die Handlung versteht. Ist ein bisschen deswegen kompliziert zu erklären. Ja, also es gab einen Tag. Und das war, glaube ich, 1995 und da gab es so ein ganz schreckliches Erdbeben. Dieses Erdbeben, haben die Leute gedacht, war eben ein Erdbeben, aber es wurde durch Godzilla eben ausgelöst. Das haben aber die Forscher vertuschen wollen und somit wollten sie die Leute beruhigen, weil wenn das so ein Riesenmonster ist, gibt es ja nur Chaos. Und was ihr sicher nicht wusstet und was man auch im Trailer nicht gesehen haben, und das ist jetzt ein kleines Future, was ich euch da sage. Wenn nicht gespoilert werden will, der spult jetzt einfach mal 30 Sekunden vor. Und zwar, es gibt 3, 2, 1, Spoiler-Alarm. Es gibt auch solche, wie soll ich sagen, das sind keine Godzillas, aber es sind auch komische Aliens. Also es sind solche ganz großen
sehen aus wie Fledermäuse fast. Da, um die geht es eigentlich hauptsächlich, muss ich sagen. Die sind aber gegen den Godzilla. Also da gibt es ein Männchen und ein Weibchen davon. Die wollen sich paaren. Und die kämpfen dann auch gegen den Godzilla. Also da gibt es dann einen richtig geilen Kampf. Und mehr möchte ich euch aber jetzt ehrlich gesagt vom Film nicht verraten. Die schauspielerische Leistung fand ich wirklich sehr, sehr toll. Es waren wirklich sehr, sehr gute Schauspieler dabei. Die Synchronisation von den Stimmen waren für mich super. Also wie als wenn das jetzt echte deutsche Leute wären. Also ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Die 3D-Effekte, muss ich sagen, waren auch vorhanden. Aber jetzt nicht so extrem wie zum Beispiel bei The Amazing Spider-Man 2, wo ich mir auch denke, bei Godzilla, was will man da schon groß und mächtig mit 3D machen? Ich habe mir ihn in IMAX angeguckt. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. IMAX steht für beste Audio-, Video- und Schnittqualität. Und ja, das ist dann wirklich toll. Und da hinten ist ein Baum. Hallo Baum. Ja, auf jeden Fall, Leute. Von mir habt ihr eine klare Empfehlung. Der Film war richtig cool. Ich fand so richtig schöne Effekte. Da merkt man einfach mal, wenn man jetzt von dem früheren Godzilla vergleicht mit dem jetzigen, was sich alles in der Zeit getan hat. Was du jetzt alles für Möglichkeiten mit dem Bearbeiten von Videos hast, finde ich einfach nur unvorstellbar. Und mir gefällt das alles wirklich richtig gut. Da oben steht jetzt jemand mit dem Traktor. Das ist super. Der bringt jetzt wahrscheinlich ein Tier hier ab, denn mein Vater hat so eine, er hat eine Firma und nebenbei hat er noch eine Tierkörpersammelstelle für tote Tiere. Die werden dann hier gesammelt und dann einmal in der Woche abgeholt und die werden dann irgendwo hingebracht, ich denke verbrennt oder so. Auf jeden Fall hat er das hier und nur mal so, by the way. Und ja, Leute, also von mir habt ihr eine klare Empfehlung. Ab ins Kino damit, das ist ein richtig, richtig cooler Film. Und ja, ich würde sagen, von mir bekommt er 9. Weil die 3D-Effekte nicht so gut waren, 8,5 von 10 Sternen. Aber Handlung, Story und so weiter ist alles wirklich super cool. Ich glaube, der hat eine Länge von ca. 2,5 Stunden. Hat sich gelohnt. Mir wurde nicht langweilig und ich fand den Film einfach geil. Ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Yeah! Und dann heißt das, dass ihr mehr Movie-Review wollt. Bei dem Film war es jetzt ein bisschen schwer, eine Movie-Review zu machen, weil ich nicht genau wusste, so, wie soll ich das jetzt gut erklären? Ja, außerdem rede ich das hier jetzt hier alles frei. Ich habe mir hier nichts aufgeschrieben. Ich kann es euch dann gleich nochmal zeigen. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt hier schnell mein Handy, damit ihr seht, wie ich das so da sitze. Hier ist so eine Plattform. Ich drehe hier das mal hin. Hier liegt nur meine Handyhülle. Und hier ist nichts anderes, außer ich, die schöne Natur. Und hier fahren die Autos vorbei. Und ja, Leute, ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr einen Kommi schreiben, ob ihr den Film schon gesehen habt, wollt ihr ihn sehen und was haltet ihr generell von Godzilla? Und ja, ich würde sagen, das war's. Haut rein, Leute, und ciao.